Hallöchen da draußen und willkommen zurück hier bei Let's Play Satellite Rain und... Ey, warte mal, ich kann meine Karte nicht nach rechts bewegen. Ist das Spiel im Fenstermodus? Ja, aber trotzdem, hallo, herzlich willkommen zu mir zurück. Was zum Teufel? Moment mal, Optionen... Dass ich richtig reingetappt bin, Moment. Steuert sich erstmal so grundlegend anders. Jetzt geht's wieder, ich war anscheinend nicht mehr richtig reingetippt. So, das Spiel steuert sich aber erstmal so grundlegend keine EKW. Anders als alles, was ich die letzten Wochen gespielt habe, wieder. Okay, hier sind Feinde, was? Warum verliere ich die ganze Zeit? Hier sind krasse Bullen. Ach, rechte Maustaste. Wieso ach wissen ja, ich die... Was? Ich hab die Waffe gezogen gehabt. Ja, hau ab! Ja, bin schon dabei. Wenn sie verfolgen, bringen wir sie um. Lalalala, fängt ja schon mal wieder ganz professionell an. Die kommen gar nicht hinterher. Ja, das ist richtig. Voll die Opfer. Ach, die können wir beide bestechen, aha. Was wollen wir denn überhaupt machen? Ich weiß gar nicht, du wolltest jetzt da rein? Waren wir da nicht schon drin? Nee, da waren wir noch nicht drin. In der CSA. In der CSA. Gut, die. CSA, gibt es irgendwo noch einen anderen Eingang, außer den, den wir hier oben haben? Ich könnte die auch erstechen bald. Hintenrum gibt es einen Eingang. Da gibt es einen Eingang. Hacker. Hinten gibt es einen Eingang. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite kommen wir mit dem Hacker relativ nah schon an den Punkt, wo wir hinwollen. Gegenüberliegende Seite. So, Fahrzeug. Ich kann Überwachungssysteme deaktivieren. Ich kann Ping definieren. Datenspeicher. Moment. Das ist auf der Map Ping. Da ist ein Hacker-Terminal. Okay. Ja, ich versuche mal da hinzukommen. Einmal aus um den Block rumlaufen. Mein Block. Mein Schreibblock. Ich glaube, ich kann das ein bisschen lauter machen. Ich hab's schon maximal laut. Müsste ich jetzt im Windows selber lauter machen. Dafür will ich jetzt nicht raustippen. Aber ich glaube, sowas wie Final Fantasy eignet sich eher, wenn wir das streamen, statt es als Play zu machen. Das glaube ich tatsächlich auch. Können wir ja darin anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und dann vielleicht gegebenenfalls, wenn wir mal wieder eine neue Gilde haben, weil wir sind aus der alten raus. Du hast viel zu viel gesprintet, Junge. Weil es gab meine Verschiedenheiten. Das ist auch ein Grund, warum ich da will man uns, da will die Kamera. Die obwohl die macht nichts, weil wir sind ja nicht in einer doofen Zone. Ja, aber das ist ein Schalldämpfer. Ja, aber wenn wir die kaputt machen, kommt ja wieder jemand. Ja, wenn die mich beim Hacken erwischt, dann kriege ich Ärger. Kann ja noch sein. Weg. Hat man nicht gesehen. Ich hab's doch gesagt, wir hätten sie voll zerstören sollen. Ja, die wissen aber nicht, wo wir sind. Ja, keiner gesehen. Ich leg mal eben meine schallgedämpfte Waffe ein. Ja, der sucht jetzt zwar doof, aber weiß ja nicht, wo wir sind. Was ein Opfer.
So, hier ist eine Kamera. Wo hinten die dran? Da oben an dem Ding. Da, Festverdrahtung kannst du da machen. Nee, das Ding kann ich noch nicht festverdrahten, da brauche ich Stufe 2. Ja. Die Kamera, die ist echt bescheiden. Nicht zwangsweise, man kann ja hinter den Dingern sich verstecken. Dann rüberlaufen. Hier ist noch ein Wachmann. Der läuft hier gerade rum. Hast du mit der Ninja schon den Nahkampf? Nein, ich hab eben gesagt. Die wird uns gleich sehen, der Typ. Na doch nicht. Doch. Waffen. Wieso zieht er die nicht mit Tab? Leertaste. Zu spät, jetzt müssen wir kämpfen. Wir wollen nicht, wir hätten die Kamera von Anfang an ausschalten sollen, bin ich der Meinung. So, jetzt gucken wir mal, was hier groß passiert. Weiß auch nicht. Weiß ich nicht, ob irgendwas passiert. Auf jeden Fall sind sie jetzt alarmiert. Und ich habe sie weggetreten im Nahkampf. Das hat irgendwie mehr gebracht, als sie auf ihn zu schießen. Ich gehe mal da in Deckung. Warum hat die überhaupt die Sniper ausgerüstet? Boah, wow, mal leckt es hier wie so. Lol, die macht Schaden, die Waffe. Hinter mir. Oh, hinter dir. Dreht ihn weg. Deckert ihn auf jeden Fall, dass er keinen Alarm spielt. Ist auch tot. Das doch ganz gut. So, die Reserist ist weg. Ist keiner mehr da. Kommt zumindest keiner. Und weiß auch keiner mehr, dass wir hier sind. Was sollen wir hier machen? Das Ding müssen wir freischalten. Okay, ist kein Problem. Dann lege ich einfach mal im Schlaf. Müsstest du aber eigentlich auch können. Jetzt musst du da. Geh rein. Oh, wie schön es hier drin ist. Mal. Oh, geschafft. Das war's. Wir haben jetzt ein Hack für die Kameras. Was wird, wenn ich jetzt nach dir da reingehe? Wahrscheinlich gar nichts. Geld bekommen oder sowas? Ja, wir haben jetzt 5000. Ja. Was machst du denn? Was passiert, wenn ich mit dem jetzt da reinkriege? Wir dann nochmal Geld? Ja, nein, vorher für die Mission haben wir Geld bekommen. Nein. Wir können wieder raus, mehr müssen wir hier nicht machen. Das ist korrekt. Obwohl, nee, hier ist noch ein lokaler Datenspeicher, den scanne ich doch nochmal eben. Ja, mach das. Müsstest aber jetzt das Level up bei dem Ninja haben. Ne, der hat nur einen. Hat er das jetzt gescannt oder hat er es nicht? Weiß ich nicht. Na gut. Die Waffen wegstecken. Nee, daran lag das nicht. Der war auf mich aufmerksam, weil ich die Kamera kaputt gemacht habe. Ah, ja, gut. Nee, Ninja hat noch keine Level-Up gehabt, da fehlt ein bisschen.
Ja gut, dann haben wir den allerdings auch fit. Ups, den haben wir auch gelutscht. So, was gibt's denn noch für Missionchen? Ja. Wir können die Ronin Inc. Ja, dann lass doch mal machen. Die meisterlosen Samurai da ein bisschen ärgern. Schöner Streifen weg. Ist der Eingang? Dann ist er alle relativ nah bei. Ah, ich hab jetzt drin. Ja. Look, 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 look. Ja. Ich finde auch schön, wie du den Ping nicht neu gesetzt hast. Och. Ich laufe dir einfach hinterher. Hast du auch einen Ping gesetzt? Nee, ich sehe da keinen. Aber ich kann hier meinen lokalen Datenspeicher scannen, den du vorbeiläufst. Ah, ich habe einen Ping gesetzt. Besser? Ja, jetzt sehe ich ihn vor allen Dingen auch. Autorisiert? Was ist autorisiert worden? Ich habe einen Datenspeicher gescannt, habe ich doch gesagt. Achso. Gut, gut. Kamera ist doof. Die ist scheiße positioniert. Ja, müssen wir sie ausschalten. Oh. Ah nee, ich bin noch nicht auf lautlos. Lol. Kein Schwein weiß, dass es ich war. Die Sniper sind einfach super für sowas. Oh, da ist was kaputt gegangen. Hat die kaputt gemacht. Was, ja, was? Wo los hier? Schön, einfach nur schön. Ist offen, ne? Oh. Sag mal. Der dreh dich mal um, komischer NPC-Nabbel. Willst du jetzt hier nicht rauskommen, oder? Oh, ich will das Webrigant um. Kommen wir jetzt alle raus, oder was? Ich hab die Waffe gewechselt und sie hat sich gezogen. Zieht die immer beim Wechseln. Was ist da? Komm mal die hier. Amerika. Wo kommen die denn die ganze Zeit her? Oben, Alter, bist du blind oder so? Ich bin die ganze Zeit. Ja, wieso schießen die denn nicht? Weiß ich auch nicht. Vor allem, da stehen zwei und ich habe die ganze Zeit nur einen gesehen von den beiden.
Alter, ich mach mal den Run. Da oben keinen gesehen. Wie behindert ist das denn? Was ist denn das gerade so am Leggen? Das ist nicht. Die waren da schon die ganze Zeit. Markus. Nur, ich habe mich gefragt, warum die nicht geschossen haben die ganze Zeit. Das war irgendwie eine ganz komische Ecke. Ja, mach mal den Teleporter da in Betrieb. Ich mach, was ich will. Ich will gar nichts zu sagen. Du bist tot. Eben aber komischerweise wieder. Hallo. Komisch, ne? Voll, du rennst da mit Low HP voll hoch, Alter. Ja, ich wollte in den Nahkampf, aber ich habe nicht gesehen, dass da noch 3-4 Leute waren. Das hat mich ja so verwirrt. Naja. Na gut, versuchen wir es nochmal. Vier Schläge gehören dazu. Ich hätte noch aber die Waffe gezogen beim Waffenwechseln. Das finde ich nicht so ein geiles Feature, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte nur, dass sie die andere Waffe gleich zieht, aber nicht schlecht. Zack, raus. Auf jeden Fall sind es jetzt weniger. Was denn? Ich bin gerade mit Alt über einen der Charaktere gegangen, der Gegner, dann habe ich so ein komisches Bratenkreuz-Symbol gekriegt. Mhm. Mach mal wieder auf. Nö. Kannst du Festverwaltung machen. Ich glaube, der hat dich gesehen. Niemals. Ja, moin. Das hat ja noch gerade mal geklappt. Wieso hat die andere auch geballert? Ein Problem. Das weiß ich jetzt nicht. Ah, wir haben die Mission geschafft. Was ist hier los? Wollen wir. Mist, wir kommen unten nicht so einfach raus. Da kommt einer, ich weiß nicht, wo der hin will. Och, wir kommen ja unten einfach raus. Hat fest verdrahten. Und einen Run würde ich empfehlen. Jetzt gehen wir einfach raus. Haut rein. Keiner weiß, wo wir waren, keiner weiß, wer wir sind. Alarmstufe 0. Irgendwas schießt. Aber ich nicht. Auf wen? Ich schieß nicht. Das ist die Frage, so wen schießt der? Die hinten haben wahrscheinlich wieder Ärger mit den Gangs. Die Polizei hat Ärger mit den Leuten von Ronin. Das ist ja gut, da habe ich kein Problem mit. Das sollen sie ruhig machen. Oh, habt ihr Beef miteinander? Oh. Wartet das jetzt oder gibt es hier noch was, wo wir müssen? Kurz in die Missionszentrale gucken. Fried-Triangulation. Okay, hier gibt's 3 Datenzentren, von denen wir 2 schon haben. 3 Terminals hacken. Man kann das Drohnensystem der Stadt benutzen als Hacker. Aha. Machen wir doch noch. Soll ich hacken?
Müsstest jetzt einfach auf deiner in der Anzeige irgendwo so einen gelben Pfeil am Rand haben. Ne? Einen gelben Pfeil? Was? Ah, da, tatsächlich, der ist rechts. Da ist das, wo wir hin müssen. Okay. Und Dirty Zen. Ich weiß immer noch nicht, in welchem Land wir sind. Ja, nicht. Hier gibt's die den 2 Boulevard, die Herzogstraße. Das ist koreanische Schriftzeichen an der Wand. Japanisch. Dann wer hat daraus nicht schlau? Aber Cyberpunk ist, glaube ich, eh alles in einem. Also das ist alles. Ja, das könnte durchaus sein. Mal schauen, ob wir Cyberpunk noch erleben im echten. Ja, das wäre ganz toll. Also. Konzerne, die uns kontrollieren, genau. Ja, so viel Unterschied zum jetzigen ist es ja nicht. Doch, ich darf immer nur meine Meinung sagen, ohne gleich erschossen zu werden. Na gut. Land ab, in dem man lebt, könnte man jetzt in Zürich setzen. Ich rede jetzt hier nicht von der Türkei. Da bist du nur eingeknastet. Hat er jetzt nicht gesagt. Ich scanne mal den Datenspeicher, wahrscheinlich soll ich den auskennen. Kann tatsächlich jeder. Erfolgschance 100% für alle. Ist erledigt, bleiben nur noch 2. Müssen wir die neu machen? Hm? Müssen wir die neu scannen, die Datenterminals? Ja gut, dann ist halt noch 1 hier. Na, die Datenterminals müssen wir scannen, dann kriegen wir den Drohnenzugriff in der Zone. Das dritte ist auf dem Gelände der Polizei. Ja, kein Problem, da reinzukommen, das ist recht easy. Da kann ich auch einfach die Ninja-Dame reinschicken oder so. Ja, richtig. Du kannst mit der Ninja-Dame da komplett infiltrieren. Kannst mit dem. Kannst da reinrutschen in die Zone und dann wird ganz schnell wieder rausrennen über den Lüftungsschacht. Mhm. Machen wir noch diese Folge noch. Ja, das machen wir auch diese Folge. Noch eins übrig. Da wieder den Ping. Warum hast du nur diesen gelben Pfeil? Weil wenn anscheinend immer, wenn irgendeiner pinkt, süßen Pfeil. Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Für den Ninja-Einsatz musst du allerdings hier hinten hin. Wollen wir eigentlich mal dieses Weiwan-Ink, das so irgendwie sehr chinesisch aussieht? Weiß ich nicht, das ist eine der größten, das ist eine der ganz großen Zonen hier als letztes machen. Mhm. Welche gilt auch für Ronin-Ink machen wir gerade. Weiwan-Ink und. Aber Ronin ist schon fertig. Ja, das gehört jetzt zur Fret-Triangulation, was wir hier gerade machen. Ach so. 2 Terminals hacken, dann können wir jetzt triangulieren, was wir genau brauchen, um das Drohnensystem der Stadt für unsere Zwecke zu nutzen. Du kannst nämlich eine Drohne kommandieren. Noch dazu. Für mehr Feuerkraft. So, dann gucken wir jetzt mal dem Ninja bei der Arbeit zu. Wie sneaky beaky er hier rauskommt. Drin ist er.
So. Aber den Fret-Marker. Nee, hä? Ah, kann man einfach kaufen als Ausrüstungsslot. Damit kann man einen frischen Soldaten, frischen Agenten, einen geklonten Agenten unverzüglich im Einsatzgebiet absetzen, wenn einer von uns drauf geht. Aha. Habe ich das schön falsch interpretiert? Man will das jetzt geil in Nahkampf geht schon machen zu können. Nicht praktischer hinten rumzulaufen? Hey, wo rennt ihr hin? Nicht viel geilere Idee. Ja, das war's. Aus bist. Ja, Ninja-mäßig. Ohne einen einzigen Schuss. Zack. Niemand getötet, niemand weiß, dass ich da war. Fertig. Geiler Scheiß. Stellst du dich dafür dein zweites Level ab? Nö, immer noch nicht. Na gut. Das kann auch irgendwie nur sie benutzen, die Seilrutsche. Sieht so sie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Oh Gott, nein, wir lassen das lieber nur sie machen. Sie. Wenn er draufklickt, siehst du Soldat 40, Unterstützer 40, Hacker 40, Eindringling 100. Boah, vorher fallen wir leider runter. Ja, dann krepierst du halt, da brauchen wir nicht. Das würde lieber den Ninja machen, ey. Richtig, dafür ist er verantwortlich für so einen Scheiß. So, ja, nächste Folge würde ich sagen, Wyvern Inc., ne? Mal angucken, mal vorsichtig infiltrieren, beziehungsweise erstmal hier die Informationen kaufen und gucken, wie wir da reinkommen am besten. Schon einen Weg finden, denke ich. Gut, aber das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. In diesem Sinne reingehauen und bis zum nächsten. Was redest du so? Ich guck hier gerade. Oh, wir haben den Schwarzmarkthändler. Körperpanzerung leicht, $9,700. Siehst du das? Müssen wir da mal helfen? Wenn du unter Missionszentrale gehst, dann ist Projekt Satellite Rain. Projekt? Hä? Du musst auf zurück. Dann steht da irgendwo Projekt Satellite Rain. Das ist für das Komplettprojekt. Das Hauptziel. Ja, Schwarzmarkthändler. Da gibt's Ausrüstung, Körperpanzerung. Was ist denn ein Zauberstab? Medizinische Einsatzpakete, also Heilung. Ach so. Aber wir müssen dann erstmal $9,000 bezahlen für den Prototypen und den danach nochmal forschen. Oh, die Schilder werden geil, gerade für den Hacker. Eine Körperpanzerung in einer Arm, jetzt kauft ihr eine. Ja, haben wir nicht. Wir haben doch keine $9,700. Ja, Waffen. So. Waffen sind doch nicht das komische Ding Liste. Ausrüsten, was du eben meintest, was wir da haben? Das Fret im Arsenal unter Ausrüstung. Arsenal. Aber das kostet $600 und ich weiß nicht, was das bringt. Techniker haben einen Lasermarker für schnelle Nachschub auf Fret entwickelt. Weiter Gentle Ziel für Fret festgelegt hat, das frisch gefunden und zügig. Nein, also, sowas ist nicht ganz billig, also behalte jede vier. Ich weiß nicht, ob wir das nutzen sollten, das kostet ja Geld. Das sehen wir dann. Wird später. Jetzt noch nicht. Aber gut, wir haben ja das, was wir diese Folge machen wollten, haben wir geschafft. Ja, wir sehen uns in der nächsten. Ja, reingehauen und bis dann. Tschüss. Tschüss.